Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Hogwarts Legacy Video. Heute Morgen habe ich einen halben Tag frei und ehrlicherweise habe ich beim Aufwachen nicht damit gerechnet, über so ein Thema hier sprechen zu müssen. Aber es gibt eine große Nachricht zu Hogwarts Legacy und die ist leider nicht allzu positiv. Wie gestern Abend auf dem offiziellen Twitter-Kanal bekannt gegeben wurde, wird der Release von Hogwarts Legacy verschoben. Für manche Versionen. Hier das offizielle Statement dazu. Hogwarts Legacy wird am 4. April 2023 für die PlayStation 4 und die Xbox One erscheinen und am 25. Juli für die Nintendo Switch. Das Team freut sich darauf, euch das Spiel zu geben und wir möchten die bestmögliche Spielerfahrung über alle Plattformen bieten. Alle Spieler, die also eine PS4 oder eine Xbox One Version kaufen wollen oder vielleicht sogar vorbestellt haben, müssen sich nun etwas länger gedulden. PlayStation 5 und Xbox Series XS sowie PC-Spieler bleiben aber beim bisher verkündeten Datum vom 10. Februar. Die alten Konsolengenerationen werden erst rund 2 Monate später veröffentlicht, eben am 4. April. Und nur um es erwähnt zu haben, die Switch-Version hat nun auch ein Release-Datum. Sie erscheint am 25. Juli, wobei ich mich immer noch frage, wie das Spiel auf der Switch überhaupt laufen soll. Grund der Verschiebung ist die Qualität des Spiels. Die Entwickler können zum jetzigen Zeitpunkt nicht gewährleisten, dass das Spiel auch auf der alten Konsolengeneration vernünftig laufen wird. Und um mehr Zeit für die Aufpolierung und Aufbereitung der Daten zu haben, verschieben sie eben diese Version. Das Timing der Ankündigung finde ich ein bisschen mies. Es ist sicherlich kein Zufall, dass sie die Verschiebung einen Tag vor dem nächsten Gameplay-Showcase bekannt geben. Die Idee dahinter ist, dass die positiven Nachrichten des Showcases die schlechte Nachricht der Verschiebung überlagern und die Leute eben nur über das Positive reden. Aber naja, irgendwann müssen sie die Nachricht ja bekannt geben. Und mittlerweile wurde auch das FAQ auf der offiziellen Homepage aktualisiert und beinhaltet einen Passus mit dem neuen Release eben für PS4, Xbox One und für die Nintendo Switch. Bei mir weckt diese Ankündigung Erinnerungen an das Release-Debakel rund um Cyberpunk 2077, wenn auch mit einem großen Unterschied. Damals hat CD Projekt Red noch wenige Tage vor dem Release erzählt, dass das Spiel auf den alten Konsolen gut laufen würde. Zum Release schauten viele Spieler dann allerdings in die Röhre, als sie ihre PS4 oder Xbox One Version starteten und mit einem Spiel belohnt wurden, das in einem gelinde gesagt desolaten Zustand war. Nahezu unspielbar. Das Ganze ging so weit, dass CD Projekt Red, Entwickler und Publisher in Person, von selbst Rückerstattungen für das Spiel angeboten hat. Man muss allerdings auch dazu sagen, meine PC-Version wurde nicht zurückerstattet, obwohl es auch bei mir kaum spielbar war. Scheinbar hat aber die Industrie aus diesem Debakel gelernt und das ist vielleicht das eine Positive an der ganzen Sache. Avalanche bzw. Publisher Warner Brothers hätten das Spiel auch einfach für alle Plattformen zur gleichen Zeit veröffentlichen können. Das werden sie nun aber nicht tun. Ihnen scheint wirklich daran zu liegen, dass das Spiel auch gut läuft, wenn sie es veröffentlichen. Denn wie wir alle wissen, von einem schlechten Release erholt sich nur No Man's Sky. Daher finde ich es gut, dass sie diesen Schritt gehen und die Versionen der alten Konsolen verschieben. Es hat am Ende ja niemand etwas davon, wenn das Spiel kaputt oder gar unspielbar ist. Da kann man besser noch ein wenig länger darauf warten. Auch wenn ich es sehr schade finde, dass wir dann nicht alle zur selben Zeit starten können. Ich meine, wir warten alle gemeinsam darauf und freuen uns auf den Release-Tag, endlich selber spielen zu können. Und nun darf ein Teil der Spielerschaft spielen, während die anderen noch 2 Monate warten müssen. Ich gehöre nicht zu den Betroffenen, da ich mir das Spiel für die PS5 holen werde. Aber trotzdem tut es mir unendlich leid für all die Leute, die nun noch länger warten müssen. Und ehrlich gesagt, ich fände es sogar besser, wenn sie alle Versionen um 2 Monate verschoben hätten, sodass wir alle im April zusammen starten können. Wie viele Spieler davon tatsächlich betroffen sind von dieser Änderung, von der Verschiebung, ist schwer abzuschätzen. Es gibt keine offiziellen Zahlen rund um die Vorbestellung und erst recht keine, die nach Plattform aufteilt. Die neue Konsolengeneration ist ja mittlerweile auch schon eine Weile draußen, hat aber seit der Veröffentlichung mit Lieferproblemen zu kämpfen, sodass immer noch nicht alle Menschen eine PS5 oder Xbox Series X oder S haben können, obwohl sie eine haben wollen. Zumal in diesem Jahr das Geld eh nicht so locker sitzt aufgrund der mannigfaltigen Krisen und man da die Anschaffung einer so teuren Konsole sich durchaus noch ein paar Mal überlegt. Daher kann es durchaus sein, dass mehr Leute davon betroffen sind, als man im ersten Moment annehmen würde. Daher schreibt mir gerne mal in die Kommentare, auf welcher Plattform ihr Hogwarts Legacy holen wolltet. Das würde mich ja doch interessieren, um mal zumindest einen kleinen Überblick darüber zu haben. Denn man muss ja auch sagen, die alte Konsolengeneration scheint in den Köpfen der Publisher immer noch eine große Rolle zu spielen. Sonst würden sie einfach fallen lassen, so wie es früher mit jeder alten Konsolengeneration der Fall war. Irgendwann wurden keine Spiele mehr für die PS3 veröffentlicht. Dass aber nun auch in 2023 immer noch Spiele erscheinen, die auf der PS4 laufen sollen, also eine Konsole, die im kommenden Jahr 10 Jahre alt wird, kann ja nur heißen, dass noch viele Spieler darauf spielen.
Immerhin hat sich ja mittlerweile zumindest die Ausrichtung der Entwicklung geändert. Spiele werden für die neue Generation entwickelt und erst danach passt man sie für die leistungsschwächere Generation an. Dadurch werden die Spiele zumindest nicht mehr zurückgehalten von der limitierten Leistung. Trotzdem wundere ich mich jedes Mal ein klein wenig, wenn Spiele heutzutage noch für die ganz alte Konsole herausgebracht werden. Es würde ja auch niemand erwarten, dass Spiele jetzt noch auf einem Rechner von 2013 perfekt laufen würden. Was uns übrigens zu einem wichtigen Punkt bringt. Wenn es auf der leistungsschwächeren Konsolengeneration aktuell nicht läuft und deswegen sogar der Release verschoben werden muss, was heißt das dann für leistungsschwächere PCs? Wird man da auch mit Problemen rechnen müssen? Ich gebe ganz offen zu, ich bin kein Entwickler und ich kann die Frage daher nicht abschließend beantworten. Ich möchte hier nur darauf hinweisen, dass alle von euch, die einen älteren PC haben, vielleicht lieber nicht vorbestellen, sondern darauf warten, was die Reviews sagen zum Release. Ich möchte mich jetzt gar nicht als Moralapostel irgendwie aufbauschen oder euch sagen, dass ihr niemals vorbestellen sollt. Das wäre Unsinn. Ich halte Vorbestellungen für eine schlechte Praxis, aber auch ich werde Spiele wie Hogwarts Legacy vorbestellen. Da muss ich ja niemandem etwas vormachen. Ich sage nur, habt bitte ein Auge darauf, was vor Release noch zu den PC-Specs und Anforderungen gesagt wird, damit hier niemand am Ende ein böses Erwachen hat. Um das Video zumindest mit einer kleinen positiven Note zu enden, heute Abend findet der zweite Gameplay-Showcase statt. Dort wollen uns die Entwickler und auch ein weiteres Community-Mitglied einen Einblick in weitere Systeme des Spiels geben. Wir werden zum einen ein fortgeschrittenes Kampfsystem-Tutorial bekommen, sodass wir da mehr drüber sagen können. Das ist ja eine der großen Sorgen, die ich noch über das Spiel habe. Zudem werden wir mehr über den Besenflug erfahren, was ich sehr interessant finde, denn bisher sah er in dem Gezeigten zwar cool aus, auch dass man überall seinen Besenscheimer beschwören kann in der offenen Welt, aber es sieht doch irgendwie, naja, langsam aus. Da hoffe ich mir, dass man da vielleicht ein bisschen mehr darüber erfährt und vielleicht auch ein bisschen mehr über die Mechaniken. So ein bisschen was Aktiveres wäre ja cool, wie das Dragonfly in World of Warcraft beispielsweise. Und zudem werden wir auch noch etwas über den Raum der Wünsche erfahren, der ja durchaus eine große Rolle innerhalb des Spiels spielen soll. Und da können wir unter anderem unsere Haustiere bürsten. Ist doch auch eine coole Sache. Wir werden uns in den nächsten Tagen sicherlich noch einmal hören, denn wie gesagt, der zweite Gameplay-Showcase steht an und ich werde sicherlich auch wieder darüber berichten. Auch wenn es wahrscheinlich nicht heute Abend der Fall sein wird. So kurzfristig bin ich nicht, bin unterwegs. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.